Hey, John, let's have a race. Whoever finds 3 logs is the winner. Cool? Okay. You're brave to challenge me. So let's do it. Auf geht's, los, los, los. No way you're gonna beat me. Alles klar, wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Da wir müssen ja... Na, jetzt bleib ich auch noch da hängen hier. Wir müssen ja hier jetzt erstmal Nachtlager finden. Können wir hier durchlaufen? Nee, okay, hier können wir nicht durchlaufen. Renn nicht so weit weg. Daniel, Holzschattel, hier ist einer. So, nehmen. Ja, dann nimm auch. Now this is perfect. Das ist perfekt. Natürlich ist das perfekt. Das haben wir hier auch gefunden. Yes, Nummer 2, okay. Daniel is in it to win it. Nice and dry. Siehst du? Alles klar. Ich glaube, er ist schneller als wir. That's enough for a toasty fire. So, dann werden wir erstmal zurückgehen hier, wa? Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er ist schneller als wir. Er ist schneller als wir. Verdammt, er hat gewonnen. I win. It's over, Sean. Überprüfen. All right. How much you got? It's all there. Yeah, okay. That should be enough for the night. See? Told you. I won. All right. We have a little time to explore before we light up the fire. Cool. I'll go check the river. Der rennt schon wieder los, weißt du? Er rennt schon wieder. Er rennt einfach wieder los. Ein paar Fische. Ja, aber Junge, dafür brauchst du eine Angel. Wie willst du sonst dann Fisch rauskriegen? Mit einer bloßen Hand? Glaube ich hier nicht. Oh Gott, hier ist ein Kratzer. Das müsste eigentlich malerweise ein Bär gewesen sein. Shit, those are bear claws. Nicht gut. Nicht, dass wir hier an einer... Not gonna tell Daniel. Nicht, dass wir hier an einer Bärenstelle sind oder so, wo die sich gerne aufhalten, weil wir sind ja hier unten nah am Wasser. Und das heißt ja eigentlich quasi, die Bären, wenn die Fische fangen wollen, dann ist das nicht so schön. Spinnennetz. I ran into a web like that when I was a kid. Ew. Ich hasse auch Spinnen, ganz ehrlich. Ein Spinnennetz mag ich auch nicht. Ich mag auch nicht, wenn man da so irgendwie so durchfährt oder irgendwie sowas. Ich hasse sowas ins Gesicht zu haben. Ach, hier wieder die berühmten Ameisen von Life is Strange. Kennen wir doch irgendwo her, oder? Careful. Don't wanna wake up covered in ants tomorrow. Ja, wenn es rote Ameisen wären, dann könnte es schon gefährlich sein, ne? Ich meine, die brennen ja, glaube ich, ne, wenn sie beißen. Feuerameisen oder so, wie die heißen. Weiß allerdings auch nicht, wo die halt überall anzutreffen sind. So, gut. Haben jetzt hier weiter nichts mehr. Oh, you wanna challenge me? Behold my sword. Und mein Schwert. Hier am Wasser ist, glaube ich, nichts weiter, oder? Aber die Umgebung, ne, die sieht ja einfach grandios aus. Boah. Schön. Ach, hier ist ein Stein. Was macht der denn da? Ditchen. Komm, machen wir mal. Wir ditchen mal den Stein. Einfach weil wir es können. Hey, what are you doing, Sean? Can I try? You've never skipped stones? Yeah, but it was a long time ago with Dad. Okay, then show me. Ja, dann zeig mal, was du kannst, mein Guter. Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I did it. My turn. Hold it with your thumb and finger. And spin your wrist when you throw. What'd I do wrong?
Ja, dann so wird das nichts. So wird das einfach nichts, Daniel. Du musst ihn ditchen. Ja, du schmeißt ihn ja rein, als wenn das ein Klotz wäre. Ja, versuch's nochmal. Wir versuchen das nächstes Mal. Ja, komm, wir lassen ihn das nochmal versuchen. Ich meine, was ist uns denn weg? Ja, wir sind ja eh hier unten und fürs Schlafen ist es eigentlich noch ein bisschen zu hell. Ich hoffe, dass hier uns in dem Sinne kein Bärenfeld oder irgendwelche anderen Wildtiere. Ich habe das die ganze Zeit immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass uns vielleicht doch so ein Vieh überraschen könnte, weil die Kratzspuren waren ja schon die ersten Indizien eines Bären. Und falls ihr die letzte Folge gesehen habt, es gab da ein kleines Easter Egg. Ne? Mir ist das zuerst gar nicht so richtig aufgefallen. Ich habe das, glaube ich, aus, weiß ich nicht, aus Instinkt heraus gesagt, dass es von The Last of Us sein kann. Aber im Nachhinein habe ich dann nachher mitbekommen, dass es ein Easter Egg im Spiel ist. Was am Baum waren, diese Pilze, diese Klickerspurenpilze, wo er dann diesen Geräusch nachgemacht hat, diese oder irgendwie so. Das war ein Easter Egg aus The Last of Us. Also ein kleines Easter Egg. Ich fand das geil. Mir ist es zuerst gar nicht so wirklich aufgefallen. Ich habe das gar nicht so gecheckt. Aber nichtsdestotrotz. Wir lassen ihn das nochmal machen. Komm. Wir sind ja der große Bruder und müssen den Kleinen ja auch mal was beibringen. Ne? Not bad. Give it another try. Ach. So close. Versuch's weiter. Try again. You've almost got it. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Ditch, nicht schmeißen. Man. Wollen wir es nochmal versuchen lassen? You're getting into the zone. Don't give up now. Komm, alle guten Dinge sind drei. Jetzt schafft er es. Ich seh's. Jawoll! I did it, I did it! Did you see? Oh yeah. That was awesome. I think you're ready for the Olympic stone skipping team. Ja, was sagst du denn? Geht doch. Geht doch. He thinks we're just going on a trip. I can't imagine when he'll find out what really happened. Was war denn das denn? My feet hurt. Mitch is kidding. Immer wenn ich hier gerade anquatschen will, dann labern die dazwischen. Was ich gerade sagen wollte ist, was war das jetzt für so ein Symbol unten in der Ecke, diesen Wolf, den wir da hatten? Haben wir jetzt damit irgendwie ein Ereignis verändert oder irgendwas freigelegt oder... So wie halt... Ja, weiß ich nicht. Butterfly-Effekt oder bla bla bla. Diesen Stein? Hinsetzen, zeichnen. Ah, komm, wir zeichnen mal eine Runde. Das ist so ein schönes Panoramabild hier. Feels good to focus on something after all that shit. Jo, genau. Alles klar. Drücke X zum Zeichnen. So. I've looked enough. Time to draw now. Alles Klörchen, Pupörchen. Jetzt geht los. So, sieht doch super aus. Ne? Normal. Drawing starts by observing. Like your teacher used to say. Jetzt kommen die Feinheiten. Time to take the pen, dude. Ja, es wird Zeit. Sehr schön. Ich find's gut gelungen. Müssen wir dann nochmal? Nö, ne? Okay. Wir haben's. Unser Sean ist ein richtig guter Zeichner eigentlich in dem Sinne. Also ich meine, das ist zwar nur so eine grob gezeichnete Umgebung, aber so für einen Pinselstrich sieht es doch gut aus. Können wir uns da nochmal hinsetzen? Komm, wir probieren es nochmal. I need to train my visual memory. Mein visuelles Gedächtnis. Ach, wir sind noch lange nicht fertig. Aha. Alles okay. Klar. Got it. Jetzt geht los hier. Sehr schön.
Dad gave me the sketchbook. He was so fucking awesome. Rough looks cool, but messy. Should I keep going? I've looked enough. Time to draw now. This almost looks like a peaceful memory. Almost. Ach, es ist schon irgendwie alles ein bisschen traurig. Irgendwie kriege ich bei solchen Stellen irgendwie immer ein Kloß im Hals. Ich weiß nicht warum. Aber das ist... Vielleicht sind die Spiele einfach so drauf gelegt oder so. Aber ich meine, ich finde es cool, aber... Ja, ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß ja auch, wie es ist. Ich denke mal, bestimmt gibt es einige von euch zu Hause auch. Oder euch da draußen. Wenn man einen geliebten Menschen verliert. So, was haben wir? Was ist das denn hier? Polaroid? Wieso liegt denn hier mit meinem Foto vor? Lag doch da gar nichts. Hope they had a better time than us. Aha. Vorhin lag doch da noch gar nichts umher. Und jetzt liegt hier einfach mal so ein Polaroid-Foto. Schnitzerei? Hier wurde was geschnitzt? Das war vorhin auch noch nicht da. 1986? Damn, that's ancient. 1986, ja. Vor. Na gut, dann wollen wir jetzt erstmal hier uns das Feuerchen anmachen, ne? Ich meine, das wird jetzt Zeit. Wir zünden das Ding mal an. Es wird schon langsam schummrig. Die Sonne geht langsam unter. Check this out, Sean. Whoa. Nice view. You can see so far. Lass uns was essen, bla bla bla. Ich komme. Komm, wir schauen uns das erstmal an. Wait, I'm coming. Essen können wir ja danach ja immer noch. Das läuft uns ja nur nicht weg. So. Dann gucken wir uns das mal an hier, wa? Die Aussicht. It's beautiful. Pretty amazing, huh? See? It's not so bad here in the forest. Look at those clouds. What do they look like to you? I don't know. Cotton candy? That's it? Cotton candy? I don't know. What do you see? A dragon. What? Where? Okay. There's the tail. And the horns. And the fangs, and the smoke coming out of its mouth. Oh, I see it. It's awesome. Wouldn't it be cool if we had a pet dragon? Ooh, I see something else. There's a giant douchebag. Oh, yeah? Where? Right here. Right here, huh? Thank you.
Let's go eat something.